Deutsche Kita-Preis wurde 2017 ins Leben gerufen, weil wir der Meinung waren und auch immer noch der Meinung sind, dass es an Kitas oder im Umfeld von Kitas sehr viele Menschen gibt, die mit großem Engagement und auch großem Erfolg sich dafür einsetzen, dass Kinder gut aufwachsen können und dass sie die bestmögliche Bildung, Betreuung und Erziehung erhalten. Dafür benötigen diese Menschen gute Rahmenbedingungen. Es sind aber aus unserer Sicht drei weitere Dinge wichtig. Das eine ist eine Anerkennung und Würdigung dessen, was sie jeden Tag tun. Das zweite sind Impulse und Ideen, die ihnen Anregung und auch Orientierung bieten. Und das dritte ist ein Vertrauen, dass sie in ihrer Arbeit gesehen werden und dass diese für uns als Gesellschaft wichtig und bedeutungsvoll ist. Wir und unsere Partner und Unterstützer haben damals den Eindruck gehabt, dass ein deutscher Kita-Preis hier einen wichtigen Beitrag leisten kann. Wir wissen, dass er andere Entwicklungen und Angebote und Unterstützungen nicht ersetzen kann. Und dennoch glauben wir, dass es ein guter Beitrag sein kann, um die Qualität in der frühen Bildung weiterzuentwickeln und zu befördern. In der Öffentlichkeit und auch als Stiftung neigen wir dazu, vor allem dorthin zu schauen, wo Dinge nicht oder wo sie noch nicht gut funktionieren. Das ist wichtig und es wäre töricht, wenn wir Probleme nicht erkennen, benennen oder beheben wollten. Und dennoch haben wir mit dem Deutschen Kita-Preis einen anderen Weg eingeschlagen. Wir wollen Bilder des Gelingens zeigen und deutlich machen, dass gute Qualität in der Praxis umgesetzt werden kann, dass es nicht die eine Qualität gibt, sondern dass Qualität sehr vielfältig und sehr unterschiedlich und sehr bunt sein kann und vor allem, dass sich in gemeinsamer Verantwortung eine Menge erreichen kann. Und ich glaube, dieser Blick auf das, was gelingt, auf die Stärken einer guten frühen Bildung, ist das, was meine Arbeit nicht nur besonders interessant macht, sondern auch freudvoll macht. Nämlich, es werden aus Begriffen, aus sehr abstrakten Begriffen wie Beteiligung oder wie Bündnisse, sehr konkrete Ideen und Ansätze, die etwas Lebendiges haben. Oder die Namen von Kitas und von Orten werden im Laufe eines Auswahlprozesses immer mehr zu Geschichten und zu Menschen, von denen ich unglaublich viel lerne, weil sie mit ihren Erfahrungen oder von ihren Erfahrungen gut berichten können. Und ich glaube auch, dass es freudvoll ist oder dass es etwas Besonderes ist, weil mir deutlich geworden ist, dass die Arbeit an Qualität, die immer Arbeit ist, aber dass sie eben nicht nur etwas ist, was man tun muss, sondern was besonders gut gelingt, wenn man es freudvoll tut und wenn man sich dessen bewusst wird und dafür Anerkennung ein persönliches Highlight, was auch der jährliche Höhepunkt in jedem Durchgang eines Deutschen Kita-Preises ist, sind die Preisverleihungen. Es ist zum einen sehr berührend und zum anderen fühlt es sich unglaublich richtig an, den tollen Finalisten und Preisträgern eine Bühne zu geben. Zumal sie diese Bühne nicht alleine haben, da nicht alleine rumstehen, sondern eine Bundesfamilienministerin kommt, um zu gratulieren, unsere Schirmherrin Elke Büdenbender vor Ort ist und viele Menschen aus Politik, aus Verwaltung, aus Wissenschaft, aus der Praxiscommunity es sich nicht nehmen lassen, die tolle Arbeit zu feiern und zu würdigen. Es gibt viele andere Höhepunkte. Es gibt viele Begegnungen mit Menschen aus der Praxis, die von ihren Erfahrungen berichten, wo ich unglaublich viel lernen kann. Es gibt eine Jury, die mit viel Klugheit, mit großem Engagement und einer hohen Ernsthaftigkeit darum ringt, aus den 10 Finalisten die Preisträgerinnen auszuwählen im Vorfeld der Preisverleihung. Und es gibt, und das begleitet mich seit 5 Jahren, mit Fachpartnern, mit Unterstützern, immer wieder Gespräche darüber, was Qualität eigentlich auszeichnet, was sie kennzeichnet, und woran man erkennt, dass eine Kita gute Arbeit leistet. Und das sind alles Dinge, die ich sehr
schätze und auch hoffentlich die nächsten 5 Jahre haben werde oder schätzen kann. Ich wünsche mir einerseits, dass wir mit dem Deutschen Kita-Preis unsere Ziele erreichen und dass wir ein Stück weit dazu beitragen können, dass die vielen Menschen vor Ort in den Bündnissen, in den Kitas ihre Arbeit machen und Lust haben, ihre Qualität zu reflektieren und gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus dem Umfeld weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch, dass wir hoffentlich dazu beitragen können, dass in der Öffentlichkeit diese Arbeit gesehen und gewertschätzt wird. Und zugleich wünsche ich mir, dass wir mit diesen Zielen oder dass wir damit, mit dem, was wir tun, nicht fertig werden, sondern dass wir auch künftig erfolgreich sind und trotzdem weiterhin dazu beitragen können, einen Blick darauf zu werfen, wo gute Qualität gelingt und wie sie aussehen kann und wie freudvoll sie auch sein kann.